Und zwar ist Pascal Jenny Kurdirektor von Tourismus Arosa. Und wenn man über ihn ein bisschen recherchiert oder seine Biografie durchliest, sticht etwas ins Auge, und zwar bereits sein Urgroßvater, Dr. August Jenny, war Kurdirektor in Arosa. Und wir sind gespannt, auf was er zu berichten hat. Und er führt uns aus, in wie die offenen Daten dem Bergtourismus in der Schweiz in Zukunft hilfreich sein können. Herzlich willkommen, Pascal Jenny. Ich würde sonst gerne zwei, drei Punkte aufnehmen, die wir heute Morgen gehört haben. Danke, dass ich da bin. Ich bin ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zu diesem Auftritt hier gekommen, mit einer Medienmitteilung an Herrn Skinner, wo es um offene Daten geht in Bezug auf eine neue Leistung, die wir haben. Ich komme noch darauf zu sprechen. Spannend war aber der Morgen nicht nur, weil ich zuhören durfte die letzten zwei Stunden, sondern ich hatte am Morgen früh einen Termin in Zürich bei einem Schriftsetzer. Und das ist in meinen Augen hochrelevant zu dem, was wir heute hier diskutieren. Das sieht man auch nichts auf der Folie. Dieser Schriftsetzer hat vor 12 Jahren eine Maschine für 1 Million Franken gekauft, um eben seinen Job weiterzumachen. Hat qualifizierte Anbieter. Heute ist dieses Stück nichts mehr wert, weil jeder weiß es, Schriftsetzen nicht mehr notwendig ist. Das passiert heute ganz anders. Wir wollen in Arosa ein Bärenland bauen. Ich komme auch noch darauf zurück. Wir haben eine Stiftung gegründet und suchen Stifter, die uns unterstützen. Und dieser Schriftsetzer habe ich heute Morgen dazu getroffen, um ihn als Spender für unser Bärenland kennenzulernen. Seine Spende ist diese Maschine im Wert von 1 Million Franken damals, die er nicht mehr gebrauchen kann, die ihm niemand mehr abkauft. Und die Antwort war quasi, ja Jenny, machen Sie was damit, was Sie rausholen, das können Sie aus meiner Spende sehen. Also wenn es Ideen gibt, was man mit seiner Maschine machen kann, ich bin sehr offen, bis jetzt habe ich noch keine Lösung gefunden. So, das als Einleitung. Jetzt muss ich noch diese Funktion schaffen. Genau. Ich versuche das vielleicht ein bisschen banal aus Tourismus-Sicht auch aufzuzeigen, was Open Data für uns bedeutet. Ich beginne mit diesem Chart. Vor rund 10 Jahren durfte ich diesen Job annehmen. Wir waren eine klassische Tourismusorganisation. Heute gibt es Strukturen, die über das Tourismusbüro 3.0 sich Gedanken machen, kommt auch noch darauf zurück. Wir haben vor 19 Jahren definiert, dass unsere Strategie die Veranstaltungen, die Events sind, dass wir versuchen wollen, den Niedergang der Gäste, der Wertschöpfung mit diesem Weg zu stoppen und sind eigentlich aus einer Tourismusorganisation hin zu einer Eventorganisation gewachsen. Das brachte sehr viel mit sich, jeder brauchte einen Laptop, jeder musste frei arbeiten können. Bei uns kann man heute irgendwo in die Berghütte sitzen, beim Event dabei sein, gleichzeitig die Arbeit machen. Vor 10 Jahren war das noch kein Thema. Sie können sich vorstellen, in einem Bergdorf mit 3.500 Einwohnern war es sogar schon fast schädlich, in diese Richtung zu denken. Heute können wir sagen, dass wir die tiefste Fluktuation haben im Bündner Tourismus von einem Tourismusbüro. Ich glaube auch deshalb, weil wir den Leuten ermöglicht haben, mit den neuen Methoden, mit Digitalisierung, mit eben am Ende auch offenen Daten sinnvoll zu arbeiten. Das ist ein Thema, das dann über diese Strategie entstanden ist. Und Sie sehen es mir nach, dass ich immer versuche, ein bisschen schöne Bilder aufzuzeigen am Ende vom Tag bei allen offenen Daten. Ich bin ein Verkäufer für meinen Ort und stehe auch offen und ehrlich dazu. Wir haben im Rahmen von diesen Events eine Schneefußball-Weltmeisterschaft, ich sage jetzt mal für zurückgetretene Starfußballer gegründet. Shaqiri ist da noch nie dabei gewesen, aber sind dann so deutsche Weltmeister von 90 in Italien etc. mit dabei. Diese ganze Geschichte hat uns mit dem Drum und Dran, diesen Spielern, die da waren, hauptsächlich aus unseren Hauptmärkten Schweiz, Deutschland und Holland, bis über 10 Millionen Follower zu dieser Geschichte gebracht, über deren Social Netzwerken, über deren Facebook, über deren Accounts, ohne dass wir was dazu tun müssten. Die Bilder waren nicht vom Fußballfeld. Die Bilder waren, als sie am Abend zusammen beim Fondue saßen, beim Schlittern, vielleicht sogar beim Skifahren. Also genau diese Bilder, die wir kommunizieren wollen in diesen Märkten, haben diese Menschen als Botschafter für uns getan. Auch das, glaube ich, war vor 10 Jahren undenkbar. Heute soll der Tourismus das so nutzen, er soll auch dazu stehen und er soll möglichst wenig eigenen Einfluss darauf nehmen. Mit offenen Daten, denke ich, muss der Tourismus sich auch dort Gedanken machen,
wo er noch schwach ist. Und das, der Titel vom Referat ist ja, wie können die Bergregionen von offenen Daten profitieren? Wir wissen, in vielen Bergregionen hat man die Arbeit vor 10, 15, 20 Jahren im Bereich Sommertourismus nicht gemacht. Nicht jeder hat Gästeströme aus China oder aus Indien, sehr viele kämpfen. In Arosa ist es so, 70% aller Gäste, rund 1 Million Nächtigungen in einem guten Jahr kommen im Winter und nur 30% im Sommer. Also wie können wir den Sommer entwickeln? Und wenn man einen neuen Weg gehen will, dann glaube ich, muss man das dort machen, wo vielleicht die Sensibilität von der lokalen Bevölkerung auch noch klein ist. Wir haben ein Projekt entwickelt, ich habe es eingangs erklärt, wie wir den Sommer entwickeln können. Wir sind dezidiert der Meinung, dass unsere Produkte im Sommer Leuchtturmcharakter haben müssen. Da spreche ich nicht nur für Arosa, da spreche ich für alle alpinen Gebiete in der Schweiz. Noch bessere Wanderwege, neue Bikewege, das kann nicht die Zukunft sein. Das ist irgendwann mal einheitsfrei. Also jeder soll sich einen Leuchtturm suchen. Wir versuchen das mit einer neuen Art, mit einer Kombination von Tierschutz und Tourismus. Gemeinsam mit der Tierschutzorganisation Vier Pfoten sind wir daran, ein Bärenland für Bären, da sind wir wieder bei den zurückgetretenen Sportlern zurück, also Bären, denen es nicht gut ging in ihrem Leben, die in Gefangenschaft lebten, die als Nasenbären vielleicht auch vorgeführt wurden. Einige von uns mögen sich vielleicht noch erinnern, auch wir haben auf dem Jahrmarkt manchmal diese Bären angesehen, die vor uns getanzt sind. Niemand wusste, dass der Boden so heiß war, dass sie die Beine heben mussten, weil sie sich sonst verbrannt hatten. Diese Bären bringt diese Tierschutzorganisation nach Arosa, Eröffnung geplant Sommer 18 und will sie dort eigentlich zurück zur Natur führen. Auch hier, man kann das auch recherchieren, man könnte diese Bären nicht mehr freilassen. Es war eines der wichtigsten Argumente im Gespräch auch mit unseren Jägern und auch mit den Umweltschutzverbänden, die sagen, die Bären sollen in die Freiheit, das ist unser Ziel. Die Wiedereinwanderung von Bären in Europa, in der Schweiz, ein großes Thema, das müssen wir unterstützen. Man kann aber nachweisen, dass diese Bären, die so lange gelitten haben, eben in der Freiheit rasch sterben würden und deswegen zu einer Art Altersheim für Bären. Was war jetzt aber die Herausforderung? 2010 haben wir damit begonnen, dann war diese Strategie im Kopf der Bevölkerung von Arosa und erst im November 2016 haben wir eine Abstimmung am Ende mit 80% durchgebracht. Das war für mich die Erleuchtung im Bereich Open Data. Wir haben eine Plattform gemacht im Facebook, ja zum Arosa Bärenland im Vorfeld, ohne sich groß Gedanken zu machen, haben da drauf 1173 Personen, Stand vor ein, zwei Wochen, die da gefolgt sind, haben intensivste Informationen platziert, bis eben auch eine Befreiung gezeigt, wie Vier Pfoten das macht von einem Bären in Gefangenschaft und haben versucht, die Kommunikation auf diese Plattform zu leiten. Mit dem Gedanken, die Jugendlichen an die Urne zu bringen, mit dem Gedanken, verständlich zu machen, wieso wir dieses Projekt für Arosa wollen, im Wissen, dass sehr viele ältere Leute noch Angst haben vor den Bären. An einer Präsentation hat mich jemand gefragt, ja, was machen wir, Herr Jenny, wenn jemand von uns gefressen wird? Ehrlich gefragt, obwohl wir den Zaun gezeigt haben, der uns schützen soll. Und das hat uns dazu bewogen, diesen Weg zu gehen. Jemand in unserem Team hat die rund 80% Ja vorausgesagt und hat gesagt, er hat ganz klar analysiert, wie viele Leute hier Fans sind, die abstimmungsberechtigt sind. Das sind 776. Das sind also 72% aller Ja-Stimmen, waren auf dieser Plattform, haben diese quasi committed, Ja zu stimmen. Dass es am Ende dann so erfolgt ist, hat uns alle überrascht, aber es zeigt auf, wie man eben auch mit klaren, offenen Daten, mit irgendwo antizipieren, gerade in klein strukturierten Gebieten extrem viel erreichen kann. Ich möchte jetzt noch kurz aufzeigen, wie ich glaube, dass sich der Tourismus entwickeln muss mit offenen Daten, aber auch mit der ganzen Digitalisierung und dann auch noch zwei Beispiele aufzeigen. Ich hoffe, ich bin ein bisschen schneller fertig, damit das Mittagessen nicht so lange warten muss. Die Technologien aus unserer Sicht verändern die Welt nicht, sondern die Nutzung, so wie wir am Ende vom Tag damit umgehen, das widerspiegelt in meinen Augen dann auch die echte Innovation. Ich habe von den Arosa Bergbahnen nach dem Winter, glaube ich, zwei Wochen nach Winterabschluss eine Auswertung gekriegt. Man sieht da, ich bin 21 Tage im Skigebiet gewesen und habe 93 Fahrten gemacht. Das ist ja nichts Spezielles. Der Brief dazu, handgeschrieben vom Direktor, der war speziell.
Lieber Tourismusdirektor, 21 Tage, 93 Fahrten für jemanden, der den Winter verkaufen muss, ist unterirdisch. Du bist viel zu wenig in unserem Skigebiet, du bist zu wenig nahe am Gast, an unseren Kunden, du hast Steigerungspotenzial. Wir kennen uns gut, ich weiß nicht, das Wesen, aber ich ehrlich gesagt, mich hat es getroffen und es ist so sensationell umgesetzt mit diesen technischen Daten, was man kann. Es hatte dann noch eine dritte Seite dabei, da waren dann Höhenmeter, die ich gefahren habe, da war die Anzahl Pistenkilometer, die wir zusammen gemacht haben, all diese Spielereien, die teilweise im Tourismus auch mit dem Gastgeber umgesetzt wurden. Da, glaube ich, müssen wir die Herzen treffen von unseren Gästen und dann setzen wir diese Daten auch sinnvoll ein. Diese Sofortnest, wie wir es nennen, also diese Ungeduld vom Gast, sofort alles zu haben und dennoch will ich Erholung, ich will diese Langsamkeit spüren. Ich glaube, das ist irgendwo das Spannungsfeld, wo wir uns im Tourismus, die wir im Tourismus angehen wollen. Ich glaube aber auch, dass wir im Bereich der Wertschöpfung uns Gedanken machen müssen. Was sind dann diese Ökosysteme, die man im Idealfall eben auch nutzen kann? Und hier möchte ich zu einem zweiten Beispiel kommen. Sie wissen vielleicht, wir haben das Arosa Humor Festival aus unseren Winterleuchtungen seit 26 Jahren. Ein Festival mit einem Zelt mitten im Skigebiet auf 2000 Meter über Meer. 16 Jahre war die AXA Winterthur unser Hauptsponsor. Nach 16 Jahren haben die Franzosen gesagt, jetzt hören wir auf in der Schweiz und sie sind ausgestiegen. Wir haben unsere Statistiken gemacht, wir haben Sponsordokumente gemacht, wir sind bei gefühlt jeder großen Unternehmung der Schweiz gewesen. Wir reden von rund 400.000 Franken Hauptsponsoring, also kein kleiner Beitrag. Wir sind kläglich gescheitert. Auch diese Welt hat sich komplett verändert. Wir haben am Ende einen Sponsor gefunden, der auf uns zugekommen ist von sich selber. Und ich frage jetzt hier in die Runde, wer kennt Twint? Okay, das war doch drei Viertel, wenn ich das beim Schweizerischen Tourismusverband frage, bei einem Referat im Rotary Club oder auch in der Swiss Olympic Projektgruppe für Sion 2026 ist das noch ein Viertel. Also Sie sind erwiesenermaßen Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Die Geschichte nun ist die, in unserem Zelt haben wir pro Jahr ca. 20.000 Leute und im Vorfeld wahrscheinlich einen Kontakt, ja, mit wahrscheinlich nochmal 150.000, die sich für ein Ticket interessieren. Wenn wir es schaffen, dass diese Leute die Twint-App in Kombination mit dem Humorfestival downloaden, mit ihrem Konto verbinden und künftig so bezahlen, dann wird die Raiffeisen Hauptsponsor auch in der Höhenordnung, wie wir es brauchen. Die Raiffeisen geht sogar so weit und sagt, die nächsten zwei Jahre, wo Leute, die im Zelt diese App downloaden, bei Ihnen Buchungen machen, kriegen wir noch einen kleinen Prozentsatz der Kommission, die Sie auch haben auf diesem Modell. Das ist, glaube ich, auch die Zukunft, wenn man um Finanzierungen von Veranstaltungen im Tourismus sich Gedanken machen muss. Und wenn man die Strategie hat, ich habe es gezeigt, sich eben diesem Thema zu verschreiben, dann muss man in diese Richtung sich bewegen. Das ist uns klar vor Augen geführt worden. Ich möchte jetzt eigentlich schon fast zum Abschluss kommen und den Ursprung, wieso ich heute hier stehe, noch aufzeigen. Eine IT-Firma, UMB, ein Unternehmen, ein KMU aus der Schweiz ist auf uns zugekommen. Wir sind seit 7 Jahren Partner, haben die ganze Infrastruktur alles bei Ihnen und haben gesagt, willst du nicht ein wirtschaftliches Modell machen? Immer wenn ich dich treffe, bist du zwar gut gelaunt, aber deine Zahlen sind wieder runtergegangen. Weniger Logiernächte, weniger Ersteintritte im Werk, Sommertourismus ist immer noch nicht da, wo er sein müsste. Eigentlich seid ihr ein Totengräber. Ich habe ihn angeschaut und gesagt, jetzt bin ich sehr gespannt, wie du dich an meinem Risiko beteiligen willst. Die Idee war die, wir werden künftig ein Modell haben, wo wir unsere Kosten für die IT abhängig von den Logiernächten über das Jahr und den Ersteintritten bei der Bergbahn über das ganze Jahr berechnen. Geht es runter, zahlen wir weniger, geht es rauf, bezahlen wir mehr. Und der Clou ist jetzt noch das sind so die Auslastungszeiten. Im Februar, wenn wir am meisten Gäste haben, zahle ich die große Tranche und im Mai, Juni, November, wenn wir wenig Leute haben, zahle ich praktisch gar keine Tranche. Also auch die Liquiditätsplanung jetzt in diesem Zusammenhang passt man an die Einnahmen und an die Ausgaben der Tourismusorganisation. Ist ein kleines Thema, wir reden hier von rund 150.000, 160.000 Franken, die eine Infrastruktur so kostet. Vielleicht kostet es mich am Ende 130, vielleicht wenn es gut läuft 170, aber es ist so ein Zeichen in meinen Augen, wo es hingehen muss.
Wir reden im Tourismus von langfristigen Partnerschaften, das glaube ich, das ist richtig. Und diese langfristigen Partnerschaften soll man auch entwickeln. Und lassen Sie mich abschließend auch noch einen Punkt aufnehmen, den ich heute Morgen gelernt habe. Diese Open Data Swiss Plattform, interessant. Im Bereich Tourismus gibt es 40 Datensätze, 20 gehören den Haltestellen, so habe ich es gefunden im Internet, also irgendwo mit dem ÖV, 2 den Öffnungszeiten von Restaurationen und 8 Angebot und Nachfrage über Jahr und Monat bezüglich den Logiernächten. Ich glaube, ich muss in meiner Branche da Einfluss nehmen und sagen, wir müssen uns das mal anschauen, kann man da nicht mehr rausholen, kann man da nicht auch wirklich ein Teil von diesem Projekt werden. In diesem Sinne möchte ich danken, dass ich dabei sein durfte und viel gelernt habe und hoffe, mit meinen praktischen Beispielen aufzuzeigen, was Open Data und Digitalisierung im Tourismus für uns heißt. Danke. Vielen Dank, Leni. Danke, dass Sie es abgeschafft haben. Freut mich persönlich sehr. Und es freut mich auch deshalb, weil am 27. und 28. Oktober in Arosa ein Hackday zum Thema Tourismus stattfindet. Haben Sie eine Ahnung, welche Daten Arosa dazu beitragen können, diesen Hackday? Haben Sie da Input? Ich kann es mir ungefähr vorstellen, also es geschieht im Rahmen von dieser Tourismusorganisation Tourismus Office 3.0, das ist mal sehr spannend, auch diese Entwicklung zu sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass man in Bezug auf Daten, die wir alle immer in den Medien lesen, nämlich die Nächtigungen, versuchen mehr rauszuholen. Wir sprechen immer von mehr oder weniger Nächtigungen in der Schweiz. Wenn ich in Arosa ein neues Hotel eröffne, dann stehe ich oben an und alle sagen, wow, ihr habt wieder super gearbeitet. Stimmt natürlich im Verhältnis dann gar nicht. Und der zweite Punkt, ich glaube, es gibt sehr viele Daten, die man auch den Hoteliers und den Beherbergern, Airbnb auch zum Beispiel genannt, rausziehen muss, damit man die Wertschöpfung hinter eine Nacht stellen kann. Und da, glaube ich, haben wir an den Hackdays sicherlich große Möglichkeiten, was rauszukriegen. Werden Sie das als Tourismusdirektor versuchen? Ich bin da dabei, ist auch der Präsident von Hotelismus dabei, also die da wirklich auch Daten haben, die werden dabei sein. Ich versuche auch die Tschuken Hotel Group, auch so eine Ikone, dazu zu kriegen, veröffentliche bis heute praktisch keine Zahlen als Familienunternehmen, also haben wir ein paar Stoßrichtungen, wo wir versuchen auch die Leute zu sensibilisieren. Vielen Dank für den besonderen Bericht. Das sind schöne Aussichten auf den Open Tourism Hack Day im Oktober, 27. und 28. Oktober. Schreiben Sie sich doch das jetzt schon mal in Ihren Agenden an. Jetzt ein kurzer Ausblick auf heute Mittag und Nachmittag. Jetzt wartet das Mittagessen oben im Foyer. Sie haben bis 14 Uhr Zeit, das Buffet bleibt. Falls Sie nicht gleich ans Buffet kommen, seien Sie ein bisschen geduldig, es hat genug für alle. Anschließend ab 14 Uhr finden die parallelen Nachmittagstracks statt zu diesen Vertiefungsthemen. Das ist über den ganzen Campus verteilt. Die Räume sind angeschrieben, Sie haben das auch im Programm. Und jetzt noch einmal herzlichen Dank an all unsere Partner. Oben ist ein Stand von Open Datasoft, den können Sie gerne besuchen. Und es hat auch noch einen Büchertisch und Herr Hauser wird dazu noch ein, zwei Minuten etwas sagen und nachher sind Sie entlassen und dürfen Mittagessen gehen. Vielen Dank. Ja, guten Tag. Ich habe ein Jahr an dem Buch gearbeitet, jetzt eine Minute, um es zusammenzufassen. Aber das ist ja jetzt Ferienzeit, wir sind gut daran erinnert worden, vielleicht eine gute Zeit dafür. Ganz am Morgen hat Peter Delfos gesagt, dass die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft einfach so wichtig sind, darauf kommt es eigentlich an. Wenn man das anschaut, was ist das eigentlich? Das sind Spielregeln, die sind geschrieben, die sind ungeschrieben. Und das ist jetzt der Witz auch vom Buch, es sind immer mehr digitale, also programmierte Spielregeln, die uns beeinflussen. Das heisst, ich gehe so weit mit dem Titel des Buchs, dass ich sage, wir haben hier eine Ordnung ohne Ort. Und das ist tiefgreifend für die Ökonomie. Und in dem Sinne soll das Buch auch beitragen, diesen digitalen Wandel zu verstehen. Ich habe ein schönes Feedback bekommen von André Gollier,
Den kennen Sie ja, Andreas Branderberg, auch von der Hochschule. Es würde mich freuen, wenn Sie da auch reinschauen würden und mir Feedback geben können, weil wir teilen alle ein Anliegen. Man muss diese digitale Transformation verstehen, man muss sie diskutieren, über die Spielregeln dazu diskutieren. Das ist ein Beitrag. Jetzt aber nicht mehr länger warten auf das Mittagessen. Ich bin dann oben auf einem Bücherstand. Vielen Dank für das Interesse.